Hier, in der letzten Folge. Ja, Tod und Verderben. Und der Tod, der Tötungsqueen. Den Schrecken, der die Nacht durchflattert und so. Ich flattere nicht. Ich flattere nie. Ich hab Vicky gekillt. Du willst doch, mich du bist schon geflattert. Du hast dich mal in einen Vogel verwandelt. Mhm. Ja, irgendwann mal. Aber, ja, ich hab Vicky gekillt. Du hast mich dazu gezwungen. Jo! Was hab ich denn gemacht, um dich dazu zu zwingen? Das ist halt wie... Keine Ahnung. Es sind immer die anderen. Es sind immer die anderen. Niemals übernimmt die Verantwortung für ihre eigenen Taten. Das denke ich nämlich auch. Ich mach das gerne, aber es macht so viel Spaß, wenn er sich so aufregt. Afka? Jetzt will er mich wieder dastehen lassen wie ein herzloses, bösartiges Miststück. Bist du anders? Ja, eigentlich schon. Klar. Aber das darf ich im Internet nicht so zeigen, weil sonst würde ich mich angreifbar und verletzbar machen und das geht nicht. Was bist du denn für eine Pussy? Bist du irgendeiner drittklassigen, weiß ich nicht, Dawson's Creek entsprungen oder was? Schlimmer. GZSZ. Ich weiß nicht mal, ob das schlimmer ist. Können wir die, Sachen gesehen. Ich auch nicht. Können wir die kicken? Nein. Naja, wir können was anderes machen. Und zwar, Daddy, pass auf. Jemand schrieb, darf ich mir zur nächsten Folge eine Diskussion über Trolleys und oder Kabans Penisgröße in Relation zum Ego wünschen? Das sind Dinge, die die Welt wissen muss. Das war noch, bevor ich irgendwann mal jetzt gesagt hatte, dass die Penisgröße proportional mit dem Ego wächst. Und ich bin mir ja nicht ganz sicher, um was es jetzt hier gehen soll. Heute früh weil du dann verlieren würdest. Nein, ich weiß nicht, ob es darum geht, dass wir einen Schwanzvergleich machen. Na klar, verliere ich dann. Punkt. Also das ist ja keine Diskussion. Oh, warte mal. Also alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass irgendjemand mal meinte, das Ego wächst mit einem größeren Penis mit. Das ist aber Quatsch, das ist genau andersrum. Der Penis wächst mit gestiegenem Ego. Dann könnte Karin ja gar nicht mehr stehen. Kann er ja auch nicht. Ach so. Bei Kavan hat nur die Mutation, dass es bei ihm quasi alles, was in den Penis reinwachsen würde, in die Eier geht. Ah, okay. Ja, so langsam ergibt das biologisch gesehen sich Sinn. Biologisch gesehen Sinn. Ich weiß ja nicht, aber in Shadowrun gibt nichts biologisch gesehen Sinn. Das ist ja das Problem am System, ja. Das stimmt. So, abgehakt. Wir sind total community-bezogen. War übelst cool. Viel Spaß und bleibt geil. Gut, Kinder. Mein schlauer Zettel sagt... nichts. Wir sind hier. Das ist totaler Bullshit. In meinem Kalender steht immer, hier sind wir. Ja, aber ich wollte nicht von deinem Kalender abschreiben. Plagiatsvorwürfe und so. Das wäre auch voll gefaked und so. Ich wollte true sein. Das war tatsächlich ziemlich true. Genauso wie Black Metal ist Krieg. Genau. Was hast du denn irgendwo abgeschrieben? Was Black Metal ist Krieg? Nee. Da ist doch vor dir noch keiner drauf gekommen. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Genau, Punkt 1. Sauerkirschen. Punkt 1. Es ist geringfügiger Hype da, weil irgendwann nächsten Monat so eine magische Ausstellung kommt. Na, Moskau. Natürlich ist das jetzt nichts, was irgendjemand sich jemals ansehen könnte von euch, weil das wird vermutlich im Doppel-A-Gebiet stattfinden oder sowas. Aber die ist halt übelst awesome. Und Nachtmeister hat zum Beispiel auch einen Teil dazu beigetragen, weil das ja jetzt erstmal eine Wanderausstellung ist. Also er kriegt seinen Kram schon wieder, aber er hat erstmal was dazu beigetragen und ist übel crazy und Shit aus Atlantis ist dabei und übelst das Zeug. Hat Nachtmeister cool auf so eine Empore geschissen und irgendwie das wird jetzt mit rum
getragen. Und er hat das goldene Nugget gelegt, aber trotzdem ist es doch ein Drachen-Nugget. Das ist richtig. In so einem getrockneten Klops Drachenkacke steckt mehr Magie als in dir und dem Koreaner zusammen. Traurig, aber wahr. Wahrscheinlich steckt da auch noch ein ganzer Magier mit drin. Ich mache eine Umschulung zum Mistkäfer. Ja, es war nicht witzig. Ist mir egal. So. Wir haben trotzdem gelocht. Schweigen. Wichser. Ach ja, selber Wichser. Fotze. Scheiße. Ha, fuck. Nochmal. Nee. Fotze. Geht nicht. Das eine können wir ja rausschneiden. Ja, aber sowas mache ich meistens nicht. Sagst du jetzt. Dazu ist es zu faul. Nee. Das hat mir gesagt, hat mich mal irgendwann gefragt gehabt, wenn ich schneide, warum ich dann nämlich immer den ganzen Kram rausschneide, wo ich dumm dastehe. Und da habe ich gesagt, das wäre eigentlich übelst klug. Und dann wollte ich das machen und dann dachte ich mir, das kommt so häufig vor. Es ist eigentlich, weiß ich nicht, da müsste ich ja theoretisch dann doch rausschneiden, wenn die anderen mal dumm dastehen. Und das wollte ich dann auch nicht. Ich konnte es nicht. Und ja, inzwischen bin ich zu faul dafür. Ihr leidet das ganz stark an der Qualität. Qualität, Jungchen. Aber nicht an der Quantität und darauf kommt's an. Das stimmt nämlich. Dass Männer das immer mit der Qualität glauben, ist so eine Lüge, die ihnen Frauen eingeredet haben. Ja, dafür können ja die Männer dann nichts. Das stimmt. Frauen sind schuld. Aber auch nur, weil das bisschen Qualität dann auch noch leidet, wenn man sich zu sehr auf die Quantität versteift, weil dann sinkt ja wieder das Ego. Hihihi, sie hat steif gesagt. Wollte auch gerade sagen. Das war nicht mit Absicht, oder? Nee, leider nicht. Schade. Aber jetzt im Nachhinein ist es witzig. Nicht wahr? Es ist also diese magische Ausstellung nächsten Monat. Wäre dann Oktober und das ist übrigens am 30. kommt die. Wird die ist nur an einem Tag? Nee, am 30. kommt die hin für eine Weile. Gut, Dinge, die der Spielleiter sich nicht aufgeschrieben hat. Doch. Sicher. Ich habe das nur noch nicht. Ich bin jetzt zu faul, die Tage zu zählen. Es wäre ja. Hallo? Könntest du auch einfach das Enddatum nennen? Zwei Tage, nachdem deine Trennung von Freya ein Jahr her ist. Alles klar. AFK. Wie, weißt du nicht mehr, wann das ist? Das wäre dann der 17.11. Achso. Ich schreibe mir das doch nicht auf. Das sollst du... Ach, um Gottes Willen. Ich sag's dir doch eh 50 Mal. Ja, eben. Ich weiß doch, dein Kalender wird mich daran erinnern, dass ich zu leiden habe. Fuck yeah. Wobei ich glaube, dass man sich maximal erinnern würde, dass es im November war oder so. Wahrscheinlich. Aber die ist jetzt ja eh raus, die ist ja ausgenudelt, macht keinen Spaß mehr. Das stimmt, zusätzlich noch. Was da alle trinken. Stimmt, das hatten wir ja auch noch letzte Woche. Ich wusste, es war nicht nur irgendwie Wiki. Ich hab sie aber nicht umgebracht. Ich bin nett. Nein, du bist der Liebste von allen, das weiß ich doch. Gut. Da ist geringfügig Hype auf jeden Fall. Das wollte ich gesagt haben damit. Schön. Schön, schön. Wollte eigentlich jemand was machen, außer dem, was Dingens dingste? Nö. Was? Steht nix an. Sehr gut. Außer das Übliche halt. Ich bin klein und unauffällig, so dass ich nicht die ganzen Scheißaufgaben kriege. Dass du was? Dass ich nicht die ganzen Scheißaufgaben kriege und helfe den anderen, damit ich was bei denen gut habe, quasi. Ja, außerdem bin ich ja kameradschaftlich. Achso, na gut. Passt. Also, es ist gerade eine Zeit, wo eher eine Phase der Entspannung eintritt.
hintenrum. Gut, das heißt, Jojo ist dann mehr in der Werkstatt. Nee. Doch, wenn sie Zeit hat? Moment mal, Phase der Entspannung für Karbans Prossi-Zeit. Das heißt, er wird nicht den ganzen Tag gequält. Das heißt ja nichts, dass es nichts zu tun gibt. Ach so. Das verstunst du, Miss. September ist ja bekanntlich, vor allen Dingen Ende September, der Tag, also die Zeit, wo... Weihnachten naht. Na, und da werden nämlich die ganzen Waffen verschickt. Und die müsst ihr ja dann alle also von Schofgeno klauen lassen und dann bei euch umsetzen. Also da ist ja ganz im Gegenteil. Ha, genau. Es ist nämlich so, der Zerfall Molokos neben vielen Dingen, die er so beherbergte oder zur Folge hatte, viele ja so, inklusive des Chaos von Rabutniks von diesem Scheißding, hahaha, perfekt, führt ja dazu, dass die ein oder andere Fabrik, bevor sie jetzt oder das Waffenlager irgendwie dann noch hier leert und weiter verschifft oder was auch immer wird ja manchmal ausgenommen von findigen Runnern. Und die Waffen landen natürlich, wenn es Moskau betrifft, auch zu einem hohen Anteil irgendwie bei euch, denn ihr seid halt diese Waffenschmuggelgang. Es gibt also sehr viel zu tun, ich bin so klug. Sehr schön, dann dass du sind wir damit beschäftigt. Ne? So, des Weiteren ist es so, dass während du gerade mit den Prozis Tags ausbaust, also du wirst, ich meine, es wird ja mittlerweile so sein, dass sie ungefähr wissen, wie es geht, du nur zwischendurch mit dem Rohrstock auf den Tisch haust und sagst, schneller. Und du dich irgendwelchen anderen Projekten widmest, wie zum Beispiel dem Entwerfen von, also den Entwürfen von neuen Waffen, weißt du, dass du was Sinnvolles machst, aber nebenbei die Prozis anlernst. Ja, klingt vernünftig. Ne? So, und da Soundboard dann, weißt du wie. Bei mir? Yay. Ja, natürlich. Ich hoffe doch, wenn das bei jemand anderem klingelt, dass du dann sagst, ausmachen! Ja. Während des Unterrichts, komm links aus! Wer, Nummer fragt. Ja, hier, der Kalif. Hallo. Tachchen. Bin ich hier richtig bei Gürmskold? Ja. Achso, dann bin ich hier falsch. Nee. Ich habe recherchiert und bin zu einem Ergebnis gekommen. Und du möchtest, dass ich vorbeikomme und wir ein Kaffeekränzchen bei dir gibt's Tee. Wir können das auch am Telefon gern machen, okay. Aber ich finde das immer sehr unpersönlich. Ja. Gibst du mir, keine Ahnung, ja, da komm einfach Stündchen oder so? Ach so. Oder zwei oder drei oder heute Abend? Ja, leg dich halt fest. Dann, sie guckt nochmal über den Tisch und versucht abzuschätzen, wie lange das alles noch dauert. Na, ich sag mal so, das dauert noch sehr viel länger, aber ich meine, es muss ja Hausaufgaben geben. Okay. Gib mir eine Stunde. Bis dann. Sie legt auf. So, in einer Stunde seid ihr fertig. Ist ein bisschen schwierig, ja? Nee, ist nicht schwierig. Gewöhnt euch schon mal dran. Furio blickt auf, hält einen Teil in die Luft. Gehört das eigentlich noch dazu? Jojo guckt Furio an. Okay, du baust jetzt alles auseinander, bis du weißt, wo dieses Scheißding hingehört. Outgame, dir ist 100%ig klar, dass das ein kleines Teil aus deinem Comlink ist, ne? Ja, das ist völlig in Ordnung, aber dass er das nicht unterscheiden kann, bedeutet so viel wie, er baut jetzt alles auseinander, bis er gefunden hat, wo sie hingehört, nämlich in seinen Comlink. Ich nehme an, du meinst von allen Waffen, die ich bisher hier... Aber ich bin in einer Stunde fertig. Alles klar. Mama mia. Here I go again. Kann ich quasi das identifizieren, das Ding? Klar. Das ist ganz einfach, dann lasse ich halt Jojo noch ein bisschen ihre Arbeit tun und dann irgendwann flüstere ich ihm, versuch's mal im Comlink. Höre ich das?
Nee. Okay. Ha! Hä? Aha. Was? Ich verdrehe die Augen. Guck nochmal auf seinen Comlink. Anna kriegt einen lauten Hustenanfall. Achso. Ja. Okay, warte. Er wird dann das einzige öffnen, was er an seinem Comlink öffnen kann. Das Batteriefach, es gehört nicht da rein, wird es trotzdem hineinstopfen, das Comlink schließen und dann fortfahren. Das war ja ganz einfach. Das gehört überhaupt nicht in eine Waffe, sondern in ein Comlink. Oh, oh. Jojo hebt den Kopf. Du hast aber lange gebraucht, um das rauszufinden. Das stimmt. Deswegen... Machst du am besten weiter, damit es beim nächsten Mal schneller geht. Genau. Ja, easy. Also ich meine, ihr werdet dann noch ein bisschen sitzen und die werden halt niemals in einer Stunde fertig. Das ist klar. Na, wenn sie nicht in einer Stunde fertig sind, bauen sie alles nochmal auseinander und wieder zusammen. Jojo geht in der Zeit. Also ich will auf gar keinen Fall an deinen Praktiken zweifeln, aber nur, dass ich das richtig verstehe, weil sie nicht schnell genug waren, nehmen sie nicht das Mehr an Arbeit, was es noch gibt, sondern sie fangen nochmal von vorne an. Richtig, damit es beim nächsten Mal schneller geht. Du lernst es nur, wenn du es immer wieder machst. Aber jetzt nicht immer wieder mit denen, die noch vor ihnen liegen, sondern mit denen, die schon hinter ihnen liegen. Das sind ja immer dieselben Geräte. Eben. Das ergibt gar keinen Sinn. Doch, das ergibt Sinn, aber es ist... Fies. Nein, es ist einfach sehr schön. Wiederholung ist ja die Mutter der Pädagogik und wie wir alle wissen, sind Mütter auch meistens ziemlich nervig und scheiße. Und völlig überschätzt. Das ist absolut richtig, aber wenn du dich immer beschwerst, dass ich zu nett zu den Prossies bin, bin ich jetzt mal arschig und dann beschwerst du dich auch. Nein. Ja, die Prossies beschweren sich auch. Ich habe nachgefragt, also, ob es wirklich innerlich so arschig war, wie ich es mir gewünscht habe. Ja, es ist so arschig, wie du es dir gewünscht hast. Sie machen jetzt alles nochmal auf und machen dann alles wieder zu, damit es beim nächsten Mal schneller geht. Denn je mehr Waffen sie auseinanderbauen und auch wenn es alles derselbe Typ ist und wieder zusammenbauen, umso schneller geht's am Ende. Ausgezeichnet. Ich werde mir irgendwann Furios Comlink nehmen, das Ding da rausnehmen, das zeigen, wo es wirklich hingehört. Und dann kommt das Ding wahrscheinlich an die Seite, weil in seinem Comlink ist das Ding wahrscheinlich schon drin. Sag mal, hast du eigentlich Hardware? Ja, hab ich. Ja gut, dann machst du das irgendwann. Ausgezeichnet. Jojo. Hm? Na, du kommst da an. Yep. Und dann gehst du in das Büro und dann sitzt er da. Genau. Ja. Hi. Hallo. Er deutet auf ein kleines, dickes Mädchen. Also mit Mädchen meine ich, die ist bestimmt schon Mitte 30. Aber klein und dick. Deswegen passt Mädchen auch besser. Das Pomelo. Hi. Die hört jetzt aber nicht. Sie nickt dir nur kurz zu und vergräbt sich dann, also stöppelt sich dann in den Comlink ein. Cute. Ja, hier gab es einen gewissen Vertrieb. Der Typ ist jetzt aber schon weg. Der wurde wieder eingelocht, weil er sich hat erwischen lassen. Allerdings wegen Waffenbesitz. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen geguckt, mit wem der so viel zu tun hat und so weiter und so fort. Und das ist eine Gruppe von Straßenkindern. So in die Richtung. Also nicht nur Straßenkinder leben auf der Straße, sondern so. Du weißt, was ich meine. Ja. Ich habe sogar nachgeguckt. Das Jugendamt definiert ja, wenn es 5 Stunden am Tag auf der Straße verbringt, ist nämlich ein Straßenkind. Soll ich ja auch, auf jeden Fall. Haben wir ein paar Bilder. Hier hast du die, der und der sind eigentlich meistens dabei gewesen. Und die hängen da ziemlich häufig rum, da bei der Mall. Okay. Ich kann ja nicht sagen, wer dahinter steht. Ich kann ja aber noch sagen, dass es sich Kokain handelt, in einem Maß verschnitten. Ich sag mal, da ist echt viel Babypuder mit reingerutscht und... Du meinst Kokain in homöopathischen Dosen?
Na, ich sag mal, du würdest schon Bock haben, wenn du danach nicht sofort aufs Klo müsstest. So. Okay. Und zum Teil dann auch mit ein bisschen erweitert so in die Nova-Krog-Richtung. Hm. Alles klar, besten Dank. Gern doch. Wir werden hier übrigens unsere Zelte abbrechen. Okay, mal wie ihr wollt. Wenn du aber daran Interesse hättest, könnten wir unseren Deal natürlich noch aufrechterhalten. Wenn? Das klang so, als käme da noch was. Ach so, natürlich kommt da noch was. Ich wollte erstmal dein Grundinteresse abchecken. Weißt du, also, wenn du jetzt abgewunken hättest und rausgegangen wärst, so. Naja, wenn. Ich meine, man könnte ja sagen, du willst sicherlich auch ab und zu mal was wissen und dann könntest du ja denken, Mensch, der Typ, ruf doch mal bei dem an. Und wenn du irgendwas hast, was du zum Beispiel, was eine ziemlich ekelhafte Verschlüsselung besitzt, sowohl digital als auch analog. Ne? Nämlich digital oder auch analog. Dann kannst du auch Bescheid sagen, weil die Pomelo, die macht den ganzen Tag nichts anderes. Okay, cool. Ja, können wir von mir aus so machen. Ausgezeichnet. Alles klar, dann deine Nummer habe ich ja. Ja. Macht es gut. Mach es gut. Sie geht. Gut. Stimmt, Vlad hat hier gesagt, sie soll mal gucken, was da abgeht, ne? Der braucht jetzt nicht permanent Zwischenberichte. Ja, das passt schon alles. Okay. Alleine da herumzugeistern ist allerdings auch dumm. Ja, da muss sie doch mal zu ihm hin. Oder kann die sich die Prossies einfach so abgreifen? Jeder kann sich die Prossies einfach. Also ich meine, das Ding ist einfach, wenn nicht gerade jemand speziell gesagt, also anders, die Prossies werden die schon sagen, wenn sie was anderes zu tun haben. Und selbst dann kannst du noch sagen, meins ist wichtiger. Und da kriegen die danach einen Anschiss. Das ist so der normale Lauf der Dinge, weil natürlich das des anderen wichtiger war. Klar. Gut. Dann fährt sie zurück. Ja. Macht erstmal ein bisschen was anderes. Ja. Und irgendwann, wenn es so aussieht, als wären sie mehr oder weniger fertig. Na, ich sag mal so. Kaban hat relativ viel Erfahrung. Ich leite die anderen auch an. Anna kann sich ein paar Sachen eher erschließen, weil die in Fahrzeugmechanik ziemlich gut ist. Das ist überhaupt der Grund, warum die da ist. Und Drohnenmechanik und so ein Shit. Und Furio braucht viel Übungszeit. Okay. Das heißt, Kaban wird auch nicht sonderlich viel geschafft haben, weil er Furio geholfen hat. Das ist natürlich ein Ding. Kaban ist eigentlich der Schnellste und hat nicht sonderlich viel geschafft. Juti. Ja, Jojo geht irgendwann hin. Okay. Dich brauche ich. Sie zeigt auf Kaman. Ihr zwei macht das fertig. Jawohl. Ich nick den anderen beiden zu, von wegen so, ey, achtet auf das, was ich euch gesagt habe. Furio zeigt dir einen Stinkefinger zum Dank. Ja, ist alles kein Problem. Ich habe ihn ja auch nur angeguckt, ich habe das nicht gesagt. Ich weiß. Er bedankt sich ja auch, was willst du denn? Nö, ja, finde ich super. Jojo geht mit dir
irgendwie geht schon mal raus. Da sind ein paar Kids wegen einer Drogensache, wo wir mal gucken müssen, was da läuft. Und es ist irgendwie, scheinen da irgendwie ein paar Leute was mit Drogen zu, irgendwie ein Drogenumschlagplatz zu sein, ein größerer, von dem wir bis jetzt noch nichts wissen. Und die paar Kids waren zumindest früher bei einem Typen dabei, der damit zu tun hatte. Kann sein, dass das jetzt immer noch so ist. Wissen wir aber nicht, wer da jetzt hinter steckt. Oder nicht. Dann schauen wir uns das mal an, würde ich sagen. Jo. Ich weiß zumindest, wo die sind. Und dann können wir da gleich mal hin. Du kannst dich irgendwie erstmal noch, keine Ahnung, fertig machen, was auch immer. Ein bisschen was wirst du da brauchen, ist aber nicht weit weg. Okay. Und wir treffen uns dann gleich draußen. In eine bestimmte Gegend oder einfach hier? Weiß sie, wo das jetzt ist? Das irgendwie. Das ist eine Mall in einem schlechteren Zielgebiet. Ja. Also noch nicht abgefuckt, aber. Jo. Gut, dann nimmt man natürlich keine Maschinenpistole mit. Das ist gut. Wie wär's denn mit einer Granate? Sicher, Granaten sind super. Wir haben in geschlossenen Räumen sogar noch ein bisschen mehr Wumms. Ich wollte schon sagen, da sind doch viele Menschen, da lohnt es sich doch wenigstens. Lieben. Nee, Jojo kommt dann auch ein bisschen später raus. Und, ja. Holt dann ihr Motorrad. Cutie. Ich fahre mit Auto hinterher. Hast du immer noch keins? Stimmt, du hast noch kein Motorrad, ne? Nein, das ist doch quasi der letzte Schritt. Ja. Stimmt, da war was. Bin das noch nicht würdig, Motorrad zu fahren. Na doch, aber nur zum Lernen. Beziehungsweise für manche Besorgungen, die du zu machen hast. Auch gerade wenn du mal so was eintreiben sollst oder so was Kleines. Dann schickt man dich direkt mit Motorrad, damit die direkt Bescheid wissen. Und außerdem Nett von musst du es dir. ja auch mal lernen. Gerade im Winter dann, weißt du, das ist ganz wichtig. Ja, ich kann es mir richtig vorstellen. Schön auf dem Hof, so ein Fahrsicherheitsparcours. Da kann man dann rumfahren und dann fällt man auf die Schnauze und kriegt man Steine am Kopf. Super. Nee, 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 nee. Sicherheitsparcours. Du meinst die Straße, die bietet doch Sicherheit. Das ist ja weicher Asphalt. Was denkst du, wie groß der Hof ist, Alter? Das wird direkt auf der Straße geübt. Wie früher das Fahrradfahren. Super. Ne? Wenn du schön trittst, lässt sich Konstantin noch irgendwann los. Er muss alleine fahren. Sieht, der Kleine ist schon wieder hingefallen. Er wird es noch lernen. Jo, dann gucken wir mal dahin. Yeti, die Mall ist gut besucht, denn alle Leute kaufen für Thanksgiving. Nein. Halloween. Nein. Das Wochenende. Halloween, Thanksgiving, Alter, ist der ekelhaft. Nee, das ist eine scheiß Mall, da ist immer gut, die ist immer gut besucht, so. Ist jetzt aber nichts Außergewöhnliches dort. Wirklich, gar nichts. So, hängen die da immer drinnen rum oder draußen? Die Bilder sind draußen und drin. Okay. Jojo hat Kaman die Bilder auch schon zugeschickt. Dann hält die Ausschau, der Kaban. Der ist ja groß. Jojo hält auch Ausschau. Die ist nämlich klein. Da haben wir auf allen Ebenen geguckt, groß und klein. Samarama, Wahrnehmung und Intuition.
3 Erfolge. Mit Boni für Sicht und so? Sie. Ja, gut. Ich habe nur im falschen Chatfenster gewürfelt, aber ist egal, hat's ja trotzdem gekriegt. Ja, ja. Es verhält sich also so, dass ihr irgendwann den gefürchtetsten aller privaten Sicherheitsdienstleister seht. Ein Mammut, ein Tier, ein Bär, ein Bild von einem Mann. Der Kaufhauskopf. Nee, der Ladendetektiv, noch besser. Der Ladendetektiv des Staffershacks wird also eines jener Kinder, einen Knaben von vielleicht 12 Jahren, am Ohre aus dem Dingens schleifen, in seiner Hand ein... so eine kleine, diese kleinen Flaschenschnaps, die immer vorne an der Kasse haben, weißt du? Nicht so ein Kümmerling, sondern schon so ein etwas größeres von, was ist das, 125 oder sowas? Ist ja völlig egal. Wird auf ihn einreden und ihn mit in das Büro des Ladendetektivs nehmen. Dabei fällt euch auf, dass er ganz, dass er sich, wie heißt dieses Wort? Dieses deutsche Wort für casually in die Taschen des Kindes greift, dabei irgendetwas zu fassen bekommt und nur völlig in seine Tasche steckt und dann das etwas anderes in die Taschen des Kindes wandert, bevor sie ins Büro verschwinden. Wie und als... nein, es war keine Arschtasche, also hat er ihn nicht nur an den Arsch gefasst. Wie alt sind die Kids eigentlich, die sie da auf den Fotos hat und, ist nicht ganz einfach zu sagen, weil es metatechnisch durchwachsen war, aber das Älteste vielleicht 16. Vielleicht aber auch nur 15. Das Älteste ist ein Mädchen, da weiß man ja nie so genau. Die sehen ja immer älter aus. Du meinst also, das ist quasi genauso eine Truppe wie die, wo Jojo früher rumgehangen hat? Nee, das war eine Troll- und Ork-Gang. Ja, aber nicht bei den Kids. Ach, bei denen? Ja. Okay. Ja, ich hab jetzt eigentlich keinen Bock, in das Büro von diesem Typen reinzurennen. Das ist irgendwie... Das hatte ich auch gar nicht erwartet. Okay. Aber hätte sein können, dass ihr irgendwas vorhabt. Wenn ihr zu warten gedenkt, wird nach einer halben Stunde das Kind das Büro verlassen. Es eröffnet eine kleine Flasche Schnapses aus dem Staffershack und gießt sie sich in den Hals, kramt dann in der großen Tasche seines Mäntelchens und frisst einen Stafferburger beim Rausgehen. Na dann. Dann geht es weg. Ja, wir gehen dem Kind mal hinterher. Genau, wir folgen unauffällig. Intuition und Sneaking. 4 Erfolge. Boah, bin ich gut. Ich dachte, ich wäre gut. Geht. Ja, gut. Ja, ihr verfolgt es ein Weilchen durch ein paar Gässchen vorbei an Materie. Na, auf jeden Fall. Das Kind latscht dann ein Stück von dem Ding weg, latscht dann in zu so einem Haus, wo dann an der Seite außen so ein Kellertreppchen ist, da geht's runter, eröffnet die Tür, durch Hand auflegen, man sieht jetzt halt nur kein Schloss, und dann geht das da halt rein. Was ist das denn für ein Gebäude? Ein Wohnhaus. Gut, durch den Keller gibt es einen direkten Zugang zum Haus. Wenn der klug ist, dann... oder wenn er uns bemerkt hat, geht er wahrscheinlich jetzt zur Vordertür wieder raus. Oder bleibt direkt in dem Haus drin. Das ist aber alles noch unser Gebiet, ne? Jo. Sehr schön. Und selbst wenn er hat in eurem Gebiet verkauft. Ja. Willst du unten rein? Ich gehe durch Vordereingang. Okay.
Gut. Dann gehe ich mal nach unten und schaue auf Kameras, ob es da welche gibt, bevor ich da runtergehe. Unwahrscheinlich. Nö. Also es gibt welche so an Kreuzungen dort, die dich erfassen könnten, wenn die noch intakt wären. Nee, ich dachte eigentlich eher so am Haus, aber das ist dann Nee, okay. da ist gar nichts. Gut, dann gehen wir mal nach unten und schauen uns die Tür an. Das ist eine sehr schöne Tier. Sie ist aus Metall. Aus Metall. Hat wie gesagt kein Schloss, aber dafür eine Klinke. Dann nutze ich mal die Klinke. Erstaunlicher Skill. Nichts, also du drückst sie runter, passiert aber nichts. Ich gehe zum Vordereingang. Ich drücke mal, ohne die Klinke zu benutzen, gegen die Tür. Sie ist kalt und glatt. Ah, okay. Hätte sein können, dass die voll tricky sind, dass sie den Hebel quasi, also ne? Ja. Den Griff so umgebaut haben, wenn man den runterdrückt, dass die Tür dann nicht aufgeht. Das wäre Puh. übel witzig. Die Security, weil er hat ja auch nur Hand auflegen gemacht. Das stimmt. Jojo geht zum Vordereingang, wird aber brüsk und just unterbrochen von einem Mann in einem Anzug. In einem Anzug. In einem Anzug, der ein bisschen schmodderig ist. Also er passt noch in die Gegend. Aber er hat halt die Sonntagsklamotte an. Ist aber ja kein Sonntag, muss ein Fehler sein. In jedem Fallus scheint das so ein Typ zu sein, der weiß ich nicht, du weißt schon. Nee, ich weiß nicht. Greenpeace-Rumsteher. Sowas in der Richtung. Da sind nämlich auch noch zwei andere, die mit so einem Mini-Stand, sieht man nicht sofort, was da drauf steht. Egal. Auf jeden Fall erkennst du einen Mann, also das ist einfach hier, wie heißt er jetzt? Guso, Günther. aber mit wunderschönem Scheitel. Leicht blondiert und Gel drin. Also wirklich eine Pracht für einen Menschen, der dich anspricht. Junge Frau, hätten Sie vielleicht kurz ein paar Minuten Zeit für unser Anliegen? Ist das jetzt Guso oder ist Das es? ist jetzt Guso, bloß rasiert und dir schniegelt. Sie guckt ihn an, lächelt kurz. Blick wird dann aber wieder ernst, sie meint später und geht an ihm vorbei. Darf ich Ihnen vielleicht schon dieses Flugblatt Später. mitgeben? Das ist sehr schade. Junger Mann, hätten Sie vielleicht kurz ein paar Minuten Zeit für unser Anliegen? Meint damit gerade mich? Nee, der ist auf der anderen Seite, der geht zu irgendeinem anderen Dude. Sie geht zur Vordertür. Gut, sie ist verschlossen. Ja, ist jetzt nicht das Problem. Ja gut, da sind jetzt Menschen. Zwei, die an dem Stand stehen und dich sehen könnten. Und so, weiß ich nicht, der spricht immer wieder mal Leute an, die bleiben zumindest stehen. Ich klingle irgendwo. Ja gut, aber warte mal. Hoch oder tief? Hoch, bitte. Ew. Kannst du mich mal eben reinlassen? Hat er da eine Kamera? Die gab's mal. Die ist kaputt. Ja. Alles klar. Wer bist denn du? Jojo. Kenn ich nicht. Ah, das Motorrad vor der Tür bestimmt schon, also mach mal auf jetzt. Was für ein Motorrad? Warte mal. Mach auf. Alter, da. Den kenne ich auch nicht. Junge. Hey, willst du zu jemandem hier zum Besuch oder was? Ja, bei wem denn nicht? Ich kenne dich nicht, kann ich nicht reinlassen. Hier ist Gesindel unterwegs, aber geht nicht. Merken? Sie hat nämlich gerade keine Geduld. Es ist ihr jetzt völlig egal, was die Leute da draußen denken. Während sie vor der Tür steht und so tut, als ob sie mit der Anlage redet, merkt doch sowieso keiner, was sie da macht. Na, dann zeig ich mich mal. Fingerfertigkeit und Schlosser. Ich fände Geschick und Schlosser jetzt netter, muss ich sagen, aber gut.
I don't care. Max Schloss oder nicht Max Schloss? Max. Zwei Erfolge. Das Schloss wehrt sich mit aller Kraft und beschließt, sich nicht einzulassen. Aber es bemerkt doch keiner, was du da machst. Ernsthaft? Bin mir ziemlich sicher, ja. Kann ich noch einen zweiten Wurf haben? Nee. Kannst edgen, wenn du willst. Ach, von mir aus. Das Schloss ehrlich. Überwindet deine Finesse, deine Erfahrung und deinen technischen Vorsprung dadurch, dass es im Arsch ist. Ich meine, ich kann halt nichts dafür. Du hast einfach mehr als doppelt so viele Würfel wie ich. Da kann ich nichts dafür, wenn du echt nichts kannst. So. Ja. Dann setze ich mich auf die Stufen und warte, bis jemand rauskommt. Währenddessen kriegst du so eine Nachricht, ich komme hier unten nicht rein. Kommst du oben rein? Nö. Nun, soll ich die Tür versuchen mal einzudrücken? Wie viele Leute sind da unterwegs? Bei dir, na, vielleicht immer so 4, 5, 6. Plus ja. Die 3. Auf und bei mir? Auf der anderen Seite, meine ich. Bei Deli so... 2 ab und zu mal. Nicht so viele. Hat die Tür bei dir unten Schloss? Nö. Ich denke, sie wird von einem Riegel gehalten. Kann gut sein. Naja, bringt nix. Was ist denn das für eine Tür? Ich schicke dir ein Bild. Wie gesagt, Metall. Lass gut sein, hat keinen Sinn. Kein Stahl, Metall. Blech ist es aber wahrscheinlich auch nicht. Es ist kein Blech, aber der Junge hat ja Stärke 7. Na, versuch mal, aber guck mal, dass du nicht zu laut bist. Dann zeige ich mich mal deine doppelte Stärke. Na gut, du musst dich nicht volle Blut dagegen werfen, aber es reicht auch nicht, sich einmal ordentlich dagegen zu lehnen. Du musst schon ein bisschen nutzen, dass hinter dir diese, also der Treppenaufgang, da ist eine Wand quasi, da kannst du dich da ein bisschen dagegen, also von hinten dann nochmal abstützen beim dagegen drücken. Und nach ein paar Minuten hörst du ein mittelmäßig leises Knacken, was wohin ein bisschen Hall gibt. Und es scheint, als wäre da irgendeine Art Rieche gebrochen. Na guck. Ich bin drin. Also du könntest die Tür jetzt öffnen. Ich habe erstmal angenommen, dass du noch cool bist und dass man nur... Ne? Ja, ja. Sag ja auch nur einfach, ich bin drin. Alles klar. Willst du oben warten, ob das jemand flüchtet, oder... Guck erstmal, was da Sache ist, aber einer sollte auf jeden Fall hier oben bleiben, falls sie jetzt hier rausrennen. Dann, schau ich mal. Ich mache die Tür auf. Mal Wahrnehmung, Intuition, Punkt. Ohne Boni gehe ich mal von aus. Ja. Aber sicher doch. Dann würfel mir mal bitte Intuition, Reaktion. Yay. Ich steh halt in der Tür, ist halt so. Dann würfel mich mal bitte Konstitution plus 1, also deine Knochen plus hier Komfortpanzerung. Also Konzi mal 1,5. Okay. Na, du, obwohl, nee, es ist ja... Trag immer eine Panzerjacke. Ja, immer nicht, aber bei dem Ding könnte es sogar sein, dass du eine angezogen hast. Na gut, dann die Panzerjacke. Achso, PB minus 1, haha! Ja gut, es passiert Folgendes, du gehst da rein und da kommt hinter so einem kleinen Regal ein ungefähr...
keine Ahnung, zwischen 8- und 12-jähriger Junge hervor ihr sprungen und versuchte ein Messer in die Rippen, nein, also nicht in die Rippen, sondern unter den Rippen ins Bauchfleisch zu stechen. Ist jetzt halt blöd gelaufen für ihn. Aber wärst du kein Ork, hätte also Jojo hätte vielleicht echt ordentlich Schaden bekommen. Ja, wahrscheinlich. Erste Handlung, dein Ernst, zweite Handlung, schlagen. Ja gut, du ziehst ihm eine über und er fällt um und ist bewusstlos. Und sein Gesicht ist ein bisschen angematscht. Also nicht zermatscht, sondern halt angematscht. Nase gebrochen, Zähne ausgeschlagen, Wange ordentlich hämatomisiert. Gut, ich schaue mich im Raum weiter um. Gibt es hier noch mehr von diesen Spinnern? Nee. Gut. Ich guck mal in das Gesicht von dem. Ist das einer von den Jungs? Bitte? Ist das einer von den Jungs? Nicht einer von den Bildern, nee. Hier war ein Typ mit Messer, jetzt nicht mehr. Er lebt aber noch. Ich guck mal mir das Ganze an, also ich suche ihn kurz einmal fix. Dann mache ich hinter mir die Tür zu und das Licht an. Gut. Du kannst mich mal oben reinlassen gleich. Sieht. Im Keller ist nichts Besonderes, das ist halt so ein Unterschichtkeller. Da steht ein Haufen Müll, so eine Rostlaube von Moped. Es stinkt ordentlich, Ratten sind auf jeden Fall vorhanden, genauso wie Jauchekäfer. In nicht eben geringem Maß. Außerdem gibt's noch eine tote Katze, an denen offenbar auch Ratten sich gütlich getan haben. Nee, ist natürlich ein toter Hund. Und ja, scheint nicht so, als würden da also nicht häufig Leute runterkommen. Mach mal wieder irgendwie einen improvisierten Riegel vor die Tür und guck, dass irgendwie die Tür da zum Keller zumachst, irgendwie wenn du mich reinlässt. Ich nimm mit das Messer. Was ist das für ein Messer? Ist das ein sinnvolles Messer? Ja, es ist so ein schon ein Kampfmesser. Oh. Für Zwerge. Sehr schön. Ich hau das oben oberhalb der Tür so dahin, dass ich es verkeilen kann. Ja. Und dass da halt so ein Riegel jetzt vor ist. Sehr gut. Der Riegel ist ja kaputt. Genau. Dann nehme ich mir Kabelbinder und binde ihm erstmal die Hände zusammen. Ausgezeichnet. Wir dürfen den hier nicht vergessen, das wäre echt böse. Ja, richte den halt so auf, dass er halt sich nicht, wenn er sich nicht einkotzt, wenn er sich einkotzt, dass er halt rauskotzt und gehe dann nach oben, schließe die Tür. Also ich gucke mich natürlich noch im Keller rum weiter um, aber hier gibt's wahrscheinlich nur diesen einen, richtig? Ja, ja. Gut. Und dann schließe ich die Kellertür und lass Jojo einmal rein. Jojos Tür geht auf. Sehr gut. Moin. Erinnere mich später mich dran, dass wir den Kleinen aus dem Keller wiederholen. Da waren Ratten und Gedöns und ich habe ihn gefesselt. Den Kleinen? Wie alt ist denn der? Puh, keine Ahnung, 12. 12? Der hat mir ein Messer in den Bauch gejagt. Was hast du mit dem gemacht? Dem eine Schelle gegeben. Aber im okay im Rahmen. Na gut. Na, der weiß aber bestimmt, was hier mit den Kids ist. Möglich, deswegen habe ich ihn erstmal gefesselt. Da kommt die erstmal nicht so schnell weg. Ja, aber jetzt auch keinen Bock, die ganze Zeit das Haus zu durchsuchen. Punkt für dich. Wäre allerdings ärgerlich, wenn der Kleine abhaut. Bleib mal hier oben und warte mal. Ich rede mal mit dem. Okay. In der Tat. Punkt. Du gehst runter. Richtig. Jo, also ich sag mal so. Das war jetzt alles nicht sehr lange, das ist auch ja nicht so schlecht. Denn eine Teufelsratte ist aus dem Versteck gekrochen, führt die Ratten an und sie kommen näher, um den Jungen zu beschnüffeln. Eine Teufelsratte? Eine kleine Teufelsratte. Warum soll es sie nicht auch in den Keller geben? Das ist natürlich richtig. Und das sind die übelsten Rattenführer und die essen Janne mal ein bisschen mehr und der Junge ist ja jetzt quasi wehrlos. Reagieren die immer noch so komisch auf Jojo, die Teufelsratten? Na. Das ist sehr langweilig. Warum nicht? Keine Ahnung.
Reicht den Viechern das, wenn man so ein bisschen rumfritzelt, dass sie abzischen, oder muss man da härtere Bandagen anlegen? Auf jeden Fall. Du kannst auch, keine Ahnung, irgendwas vom Boden aufheben und volle Bude auf die drauf schmeißen. Ja, ich weiß nicht, wie die erfahrungsgemäß bei dir sind, deswegen. Wir hatten also ich sag mal so, du kannst ja scannen, das heißt, du siehst, es ist nur eine Teufelsratte. Eine Teufelsratte unterstützt von ein paar Ratten macht halt nichts. Juti, dann verscheuche ich die jetzt. Wenn sie nicht wirklich, wirklich Hunger hat. Und da lag ja noch eine Katze. Also, du verscheuchst die easy. Ist der Junge wach oder ist er bewusstlos? Ja, der ist bewusst. Alter, der hat eine Gabe-Anstelle bekommen. Der war 8. Na, ich weiß ja nicht, wie feste der zuschlägt bei einem kleinen Kind. Der ist 8. Scheiße, Mann. Ich muss erstmal. Ich muss ihn jetzt erstmal heilen hier. 8 sind unterernährt, wenn wir ehrlich sind. Warte mal. Du. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass du Ascent hast, um zu gucken, ob es eine Teufelsratte ist. Und jetzt habe ich ihn ja schon selber versorgt. Würfel mal Ascent. Drei Erfolge. Na gut, 3 Erfolge, warte mal. Erwacht, initiiert, nein. Implantat im Kopf. Ich muss nicht dazu sagen, dass man das bei Kindern nicht macht. Keine Magie. Essenz höher als deine, ne? Ja, höher als deine. Krank ist auch keine Überraschung. Und mit dem ist was falsch. Nicht magisch falsch, sondern mit dem ist was falsch. Es ist noch eine. Außer den Krankheiten, die man halt so erwartet, also dem Krankheitsbild, ist da noch irgendwas anderes. Das ist aber kein Zauber, der da drauf liegt. Nee, keine Magie in seiner Nähe, außer der Teufelsratte. Okay, aber kann man das überhaupt nicht, wie mit dem ist was falsch? Das muss man sowas, muss man doch, in welcher Art, wie falsch? Ich muss überhaupt nicht. Blasphemie liegt in der Luft. Oh, das meinst du. Keine Ahnung, wovon du sprichst, aber ja, vermute ich schon. Oh! Sag mal, was du denkst, bevor hier ich dir zustimme. Du meinst, dass der irgendwie extern, also entweder ein Persona fix oder irgendwas in der Art drin hat? Die Art Blasphemie. Ja. Und das ist, muss ja irgendwie eine Datenbuchse oder sowas sein, was der da hat. Naja, sag mal, du brauchst eine Datenbuchse für Persona Fixes, ja. Ja, dann guck ich mal. Ja gut, also ich finde, du findest eine Datenbuchse, die ist eingebaut unter seinem Brust. Ich habe schon gesagt, Kopfbereich. Ich meine, das eine Ding ist natürlich, dass die ist im Kopfbereich, aber die Chip-Einstöpselung ist unterm rechten unteren Rippenbogen und da ist auch ein Chip drin. Okay. Nimm den Chip raus. Kannst du nicht. Wieso kann ich das nicht? Keine Ahnung, weil die vermutlich alle Datenbuchsen eine Schutzklappe haben, damit da nicht reinweht und die kriegst du jetzt halt nicht auf, außer du möchtest sie durch irgendwas aufbohren, aufschneiden oder sonst irgendwas. Naja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich krieg sie auf oder ich muss den armen Jungen irgendwann umbringen, also. Ja gut, aber denkst du etwa, dass ich jetzt sage, damit du keine Kinder tötest, dass du sie aufbekommst? Das ist doch ja völlig unlogisch, dass du sie aufbekommst. Aber es ist eine wandelnde Blasphemie. Das ist schon richtig, aber wieso solltest du die aufkriegen? Also ich meine, wenn du kontrollierte Gewalt anwendetest, um diese Klappe zu zerstören, dann könntest du den Chip vielleicht rausfriemeln, ja. Ich meine, du hast natürlich auch keine Ahnung, was ist, wenn du einfach irgendeinen Chip aus jemandem rauszerrst. Vielleicht sollte ich ihn noch zum Straßendock bringen, der kann das bestimmt aufmachen. Ohne Gewalt anzuwenden. Was ist mit dir aber, ja? Also ich meine, Professor ist halt Kybernetik-Dude, ne? Stimmt. Ja, Vlad reagiert immer so empfindlich darauf, auf Gewalt gegen Kinder. Tödliche. Ich wollte gerade sagen, oh.
Nur bis seine Töchter ein bisschen älter sind. ja. Nee, okay. Trotzdem guckt sie, dass sie den jetzt mal wach macht. Gut. Oh, ich bin so dumm. Des Weiteren erkennst du ein Implantat im Mundraum. Ist aber klein. Du meinst einen Stimmmodulator? Nein, das wäre ja eher im Rachenraum. Stimmt. Ein Implantat im Mundraum? Suizidpillen! In den Zähnen! Was bist du denn für ein kranker Wichser, Daddy? Kenn ich irgendwas, was im Mundraum implantiert wird? Zahnbehälter, Cyberzunge, Dartpistole, also verschiedene Waffen, die man da reinbauen kann, ausfahrbare Zähne, Dr. Baryshnikovs Fellatio-Zunge. Sie bei einem 8-jährigen Jungen ist schon... Ich hab dir gesagt, was du für Implantate im Mundraum kennst. Okay, dann muss ich... Fellatio-Zunge, Alter. Ich muss den Professor mal anrufen. Ich hoffe, es ist gerade was. Oh, nee, warte mal. Ja, du, Noran, du musst mal alleine kurz. Was ist denn los? Hi. Warte mal kurz. Oh, nee, Noran, das ist gerade ganz wichtig. Das Jojo, da ist gerade das Shit am Dampfen. Da ist quasi Feuergefecht, ja, also, okay? nicht ganz. Pass auf, ich bin hier noch an der Sache dran und hab hier einen Jungen, der vielleicht was weiß, aber der ist irgendwie komisch. Also zum einen hat er irgendwie eine Datenbuchse implantiert, was der Junge ist 8, was schon irgendwie komisch ist, und da ist irgendein Chip drin und mit dem stimmt irgendwas nicht, außerdem hat er irgendein Implantat im Mundraum. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Ein Zahn, das ist nicht... Wieso soll das können? Also weißt du, dass es kein Zahn ist? Sie wird nachgeguckt haben. Wie willst du das nachgucken? Indem ich im Mund gucke. Man sieht doch, wie das aussieht. Und wo das sitzt. Also in Zeiten, wo du einen Wahrnehmungswurf brauchst, um gute Cybergliedmaßen von normalen zu unterscheiden, siehst du ja nicht. Okay, dann sagt sie, ich habe keine Ahnung, was das ist. Könnte ein Zahn sein, kann aber auch was anderes sein. Na gut, also Schritt 1, du nimmst deinen Comlink, ziehst da das Kabel raus und steckst das mal in die Datenbuchse. Dann gibst du mir mal Zugriff. Okay. Sie gibt ihm Zugriff auf ihr Comlink und steckt das Kabel von ihrem Comlink in die Datenbuchse. Mhm. Gut. So. Mhm. Also ich könnte die Datenbuchse jetzt schrotten und den Chip auswerfen. Und ich kann sie schrotten und abschalten, aber das ist nicht so gut. Schrotten und auswerfen, wo ist denn der Slot für den Chip? Warte, hier unterm unteren Rippenbogen. Ja gut, dann kann ich sie problemlos schrotten und den auswerfen, ja. Mach mal. Das machen wir als letztes. Erstmal nimmst du jetzt die Kamera und leuchtest schön in den Mund rein. Sie leuchtet rein. Jetzt ziehst du erstmal Handschuhe an. Macht sie. Jetzt fasst du mal die Zunge an. Schön macht's. Drücken. Macht sie. Ist das schön weich und schlabberig? Jo. Gut, dann fährst du jetzt von hinten fast so, dass er kotzen müsste, aber bitte nicht so, dass er kotzen muss, oben und unten an und ziehst nach vorn. Spürst du da irgendwas Festes? Nee. So, jetzt Schneidezähne. Lass mich mal gucken. Okay. So. Okay, jetzt musst du da oben mal am Gaumen langfahren von vorn nach hinten. Macht wenn, sie. So, wenn du da irgendwas merkst, was wie eine Klappe ist, dann ziehst du sofort den Finger weg. Macht sie. Nee, alles safe. Gut. Dann ist es ein Zahnbehälter. Ein Zahnbehälter? Vermutlich schon, ja. Okay, wie kriege ich das raus, was da drin ist? Gar nicht. Du machst das anders. Du musst ihm einfach nur irgendwas ganz hinten
irgendeinen Stock oder so, so in den Mund reinschieben bis ganz nach hinten und dann festhalten, dass er nicht sich das irgendwie zerbeißen kann. Das ist ein Junge, der hat noch keine Weisheitszähne oder so ein Shit. Das heißt, wenn du das richtig weit nach hinten machst, tut das dem zwar ordentlich weh, aber er kann dann nicht mehr zubeißen und kann sich nicht zerbeißen. Alternativ kannst du den auch Watte hinten reinstopfen, an beide Seiten und die befestigen, dann kann er quasi ein bisschen reden, aber er kann sich nicht zerbeißen. Okay. Alternativ könntest du ihm auch jeden Backenzahn einzeln ziehen und darauf achten, dass du keinen von ihnen zerbrichst. Wobei einer höchstwahrscheinlich sehr zerbrechlich ist. Nee. Oder du machst irgendwas mit Zaubern. Ja, das klingt vernünftig. Juti, besten Dank. So, warte. Tipp, in 5 Minuten kommt er raus. Alles klar. So, ich bin jetzt 10 Minuten offline. Und du solltest das auch machen. Okay. Piep. Sie ist jetzt mal offline. Oh mein Gott, Daddy, Jojo ist offline. Jojo offline. Ich wiederhole, Jojo offline. Ja, ich halte meinen Comlink auch ab und dann wieder ein. Ja. Und dann gucke ich mal durch die Kellertür um Jojo? Ja. Okay, du bist offline. Sorry, scheiße, hätte ich dir sagen sollen. Ja, ich hab grad, der Junge hat eine Datenbuchse und so ein Scheiß implantiert. Okay, ich bleib hier oben. Ich geh wieder zurück. Okay. Jojo, eine Watte hat sie nicht dabei, aber irgendwas wird sie wohl finden, was sie stattdessen nehmen kann. Na klar, da unten steht ein altes Sofa. Exkremente. Die sind nicht fest genug, aber da unten steht ein altes Sofa, da hast du doch Poly, Duo, Kathyl, Ethylen, Sulfat. Vielleicht nehme ich auch was anderes. Wieso das? Ein Stück von seiner Klamotte oder sowas. Warum nimmst du nicht die Innenteil des Sofas? Weil ich davon ausgehe, na gut, ist eigentlich Wurst, dass die Ratten da die ganze Zeit reinpinkeln und reinscheißen, das ist vielleicht nicht so klug, aber ja. Hast du dir seine Jacke mal angeguckt? Ja, alles gut. Ja, gut. Ratten sind sehr reinliche Tiere, ja. Das ja, außer dort, wo sie hinscheißen. Das ist prinzipiell richtig, aber man weiß ja nicht. Naja, auf jeden Fall macht sie das jetzt. Und ich überlege gerade, gibt es eine Möglichkeit, diesen scheiß Zahn rauszuholen irgendwie? Ich müsste. Wenn du weißt welcher? Na, habe ich das nicht gesehen? Nein, die sehen alle exakt gleich aus. Ja. Also die sehen nicht exakt gleich aus, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber nicht, als ich erscannt habe. Da habe ich ja gesehen, wo ungefähr das liegt. Nope. Echt nicht? Na, siehst du im Astralraum Zähne? Es gehört zu lebendem Gewebe, ja, natürlich. Nein, du siehst eine Aura. Du siehst auch keine, du siehst vermutlich kaum Finger einzeln. Verdammt. Aber ich könnte astral gucken. Oder wahlweise erscannen, aber eigentlich müsste astral gucken reichen, wenn der Mund offen ist. Ja, dann ist es irgendwo auf der rechten Seite irgendwo oben. Du hast 4 Zähne zur Auswahl, 3 Zähne zur Auswahl. Und da hast du schon Glück, weil er ja gerade noch einen späten Milchzahnwechsel hat, dass der eine schon rausgefallen ist. Okay. Gibt's sonst irgendeine Möglichkeit, das zu erkennen? Nee, wahrscheinlich nicht. Na, du könntest halt alles zerbrechen, dann wüsstest du, welcher es ist. Das wäre schon echt asozial so. Ich könnte aber mit Materialformen arbeiten. Materialformen, Calcium oder was? Nee. Nee, aber die kann dem. Dann wartet sie ja noch 10 Minuten, egal, aber den Professor fragen, aus was für einem Stoff sowas normalerweise ist. Weil sie kann das nicht mit lebendem Gewebe oder mit zu lebendem Gewebe gehörenden Sachen mit Cyberware, müsste es aber du gehen. Du kannst Cyberware nicht Materialform, das wäre viel zu sinnlos. Cyberware gilt als zum Körper zugehörig, sobald es im Körper drin ist. Deswegen kannst du auch mit Cyberaugen oder Implantaten im Auge trotzdem noch zaubern, was du sonst ja nicht könntest. Verdammt, ich fand mich zu klug gerade. Es ist nicht dumm, aber es geht leider nicht. Manu.
Na, dann fällt mir jetzt langsam auch nichts mehr ein, was ich da noch machen kann. Na, ich meine, du hast verhindert mit dem Zeug, dass er gut zubeißen kann. Na, das heißt, ich kann ihm gleich androhen, dass er mir das jetzt besser sagt, ansonsten reiße ich ihm jeden Zahn raus, bis ich weiß, welcher es ist. Ja, sag mal so, es gibt sogar noch einen Zauber, den du benutzen könntest. Es gibt einen Zauber, den ich benutzen kann? Naja, da muss man bei Manipulationszaubern gucken. Kann welche dauern? Bitte? Geistessonde, ja! Ja, Geistessonde wäre auch ziemlich gut. Ja, ganz bestimmt. Und danach? Aber das ist, glaube ich, leider ein Wahrnehmungszauber. Mm. Du meinst jetzt aber nicht die Schleimverwandlung, oder? Ja, es macht das Reden relativ komplex. Das ist absolut richtig. Na gut. Dann. Genau, ich meine Elementarwand in seinem Mund. Du solltest lieber nicht den Mund zu weit schließen. Alles klar. Nee, dann kriegt er jetzt den Panzerungswurf und dann ist gut. Force? Na, so kräftig ist der ja nicht. Ach, guck mal, ist ja easy. Force, ich kann sogar Force 4 machen, ist völlig Wurst. Du kannst sogar Force 6 machen und hast immer noch denselben Zug. Das stimmt. Aber es wäre körperlich. Das will ich nicht. Deswegen will ich Force 4. Liebe Milzbrolette, das ist die einzig sinnvolle Anwendung des Panzerungszaubers. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Easy. Okay. Ja, also das dauert jetzt kurz eine Weile. Du wirst dann dich... Achso, das ist ein aufrechterhaltender Zauber, weißt du natürlich. Ja, ist jetzt nicht so dramatisch. Du bist eine furchtsame Gestalt des Stahles. Er bekommt ein... Ah nee, wir haben das ja umgeändert. Er bekommt ein... Sein ganzer Körper bekommt einen metallischen Schimmer. Wunderschön. Und du bist jetzt ziemlich sicher, dass alles inklusive seines Mundraums hart gepanzert ist. Deli? Ja? Nur so nebenbei. Da kommt gerade... ein Typ runter. Schön im Mantel und mit Topka und so was und schön Stiefel, bla bla bla. Halt, es ist ja kalt. Der führt jetzt einen Hund Gassi. Das wäre einfach der Hund für Roger. Der ist nicht blau. Oh, er ist halt einfach grün mit orangen Streifen. Und leichtfüßig, wunderschön, mit so einem kleinen, mit einer Assi-Palme, mit Haargummi gemacht. Und ein anmutiges Tier, wirklich exakt der perfekte Partner für Roger. Na, wer ist ein süßes Hundchen? Scheiße, du sprichst in echt an. Wie geil ist denn das? Warte. Ich brauche einen Unisex-Namen. Kim. Sehr gut. Das ist Alex. Alex. Nee, die Alex. Ja, die sind aber hübsches. Bist mein ganzer Stolz. War ja ein schön teuer, aber ich dachte mir. Man muss sich auch mal was gönnen, nicht wahr? Ja, und das so ein und schönes. Und so ein schönes. Na! Du bist aber so eine schöne. Wuff. Wuff. Ernsthaft, hat die eine tiefere Stimme als Roger? Natürlich. Ich fühle mich diskriminiert, auch im Namen meines Hundes. Es ist ein Hundeweibchen, das du hast. Ja. Er doch auch. Ja, das ist erstmal völlig irrelevant. Das Hund kommt zu dir und schnüffelt an deinen Fingern. Die mag nicht jeden. Also, sind ja auch Hundebesitzer. Ja. Ja, das ist mir gerade aufgefallen. Ich sehe da gerade Leckerlis in ihrer Jackentasche. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch so zutraulich. Ich gebe dem Hund ein. Das ist nett von Ihnen. Wo gehen Sie eigentlich dann mal mit Ihrem Hund? Ich finde das hier mal so ein bisschen in der Nähe herumzulaufen. Ich weiß nicht. Irgendwie.
Manchmal denke ich mir, das ist ja wirklich ein tolles Tier, das will ja bestimmt auch jeder haben, gibt ja das Hundenapping ist ja nicht, Dognapping ist ja ein Riesenproblem, gerade bei so einem besonderen Tier, wie ich das habe. Ja, ich habe davon auch schon gehört. Schrecklich. Aber ich gehe eigentlich immer, ich sag ihm so grob die Route, da wo ich nicht lang. Aber das ist ja schon ein Stück weg von hier. Aber ist das nicht auch bei diesen Meuchelmördern dort? Meuchelmörder? Ja, hier, diesen Motorradfreaks. Sie meinen die Falcons? Ja. Bin ja froh, dass sie nicht hierher kommen, dass wir da nicht Schutzgeld. Ich hätte Schiss um mich, um mein Tier. Die müssen doch Schutzgeld, also, okay, die müssen doch hier Schutzgeld bezahlen, oder? Das ist doch schließlich unser Tür. Ja, aber die sind so uninteressant. Ihr holt nicht von jedem Haus Schutzgeld, weil erstens müsstet ihr alle beschützen, weil ihr einigermaßen ehrliches Schutzgeld holt. Und zweitens, was die abdrücken, ist halt viel mehr Organisationsaufwand, das sich zu holen. Was? In der Gegend nur, wenn ihr illegale Geschäfte habt oder kleinere Geschäfte, die halt wirklich auch ein bisschen Umsatz haben. Also dann eher in der Mall und bei ein paar Geschäften. Auch nicht bei allen, weil sowas wie Aztec, komplexer. Da wird schwieriger, das Schutzgeld einzutreiben, ja. Also bei Staffer ja, aber so bei anderen Sachen halt nicht. Haben sie da nicht Angst so? Nö, das passt schon. Die sind ja. Man kann sich auf deren Wort ja verlassen. Ja gut, wenn sie das so sagen, ich hab ja gehört. Was haben sie gehört? Ich hab da ja gehört, dass. Da ist so eine Frau, die ist wohl ganz abgedreht. Mit der soll wirklich nicht zu spaßen sein. Magier hab ich gehört. Ah. Wie soll die heißen? Warte mal, die ist. Warte. Die eiserne Jungfrau oder so. Das ist irgendwie so, man nennt sie die eiserne Jungfrau oder so. So eine ganz junge, da müssen sie sich in Acht nehmen, so eine ganz junge. Ich fange wirklich ein bisschen an zu, also das kann ich mir jetzt gerade nicht unterbinden. Ist aber auch kein Witz, dass so eine Jungche, von der man es nicht erwartet, und wenn die zaubert, dann spießt Stahl aus dir raus, überall. Ganz langsam kommen dann so erst Träte aus dem Körper und dann Spitzen, so wie Zahnstocher, und dann immer größere Sachen. Und die steht daneben und lacht. Ganz gefährlich mit den Magiern. Das ist sowieso so eine Sache. Ja, und jetzt kommen auch mehr davon hin, ne? Dieses, was war das? Dieses Opening, die Ausstellung, ja, schrecklich. Ja, also unter Pudi wäre das nicht passiert. Naja, den hat sie ja ziemlich schnell zersägt am Anfang des Krieges, glaube ich, ne? Ja, aber ich weiß nicht, das waren gute Zeiten. Ich meine, was haben wir, da haben wir ja, also ich meine, da gab's nicht mal Schwuchteln auf der Straße öffentlich und jetzt guck dich das an, holen sie die Mario-Ausstellung. Wie alt ist der Typ? 40 vielleicht. Nicht, also niemand ist alt genug, um das miterlebt zu haben. Aber du weißt doch, früher war alles besser, solange du nicht früher gelebt hast. Ja, die ist schöner als die Zeiten damals. Oh, jetzt zieht sie schon. Ich glaube, die muss jetzt gleich hier aufs Hundeklo. Ich wünsche Ihnen wirklich Eine Frage noch. Kennen Sie diese Jungs? Ja, die treiben sich hier irgendwie rum. Also arme Kinder. Manchmal lasse ich ja auch nur Yen für springen. Ja, das ist so, die Straßenkinder, ne, von heutzutage, die gehen ja auch einfach unter. Aber das sind eher, die haben nie geklaut, die machen keinen Mist, die randalieren nicht. Die arbeiten manchmal hier für so eine Handautowäscherei machen die dort. Ab und zu mal was. Ach. Also die versuchen sich da irgendwie, ja. Ja, ehrliche Bürger ist das mal. Respektabel. Ja, und ich find's gut, dass er in der Anlage trotzdem nicht zu sowas wie Horizon geht. Zu diesem, ne,
Ami-Scheiße. Naja, gut, ich muss jetzt, sonst gibt's ja gleich mal, ich wünsche Ihnen das immer alles. Ich wünsche Ihnen auch was. Mit Ihrem Tier und dass Sie da. Du, mein kleiner Süßer, ne? Ja, ist ein braver Hund. Ja gut, dann schönen Tag noch, ne? Ja, tschüss. Autowäsche. Ich google mal währenddessen nach Autowäschen, die hier in der Gegend sind. Ich google nach Putin. Ah, das waren gute Zeiten. Autowäschen, ja, der Mammonwurf nebenbei, so, Jojo. Die eiserne Jungfrau. ja, wie gesagt, die muss, hat sie die Möglichkeit, ihren Zauber aufrechtzuerhalten, ohne irgendwie Probleme zu haben? Das war doch automatisch, wenn ich mich recht entsinne. Hä, na, entweder du erhältst den aufrecht oder du holst deine Geisterschlampe. Ja, klar, kannst du beides machen. Ja. Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen, wir sind gute Freunde. Ja, und die sind immer gut, wenn du Leute befragen willst, da eignen die sich hervorragend. Na, ob ich jetzt einen Zauber aufrechterhalte oder die da ist. Das stimmt nur so halb, aber ist okay, ja, du holst die. Die ist aber auch eher beschäftigt mit der toten Katze. Ja, das ist ja Jojo gleich, was die macht. Scheiße, die tote Katze hat keine Aura. Die ist ja eher beschäftigt mit den Ratten. Das ist, den bald toten Ratten. Das ist absolut in Ordnung, denn wenn die den Zauber aufrechterhält, kann Jojo wieder normal aussehen. Das stimmt nämlich. Und Jojo kann dann auch den Jungen mal heilen, damit der irgendwie wach wird. Das stimmt nämlich, ist geschenkt. So viel, also war ja, also hat schon ein paar K abbekommen. So zwei. Ups. Ja, das Ding ist ja einfach, der hat wie viel Schadenskästchen? Sechs, keine Ahnung. Und der wird dann wach. Der blickt ein Gesicht entgegen, was albinistischer hätte nicht sein können. Ah. Also Albina war ja geprägt von Emotionen und Menschlichkeit. Eine verwandte Seele. Ja. Hi. Wir machen es jetzt ganz kurz. Du kennst, also zum einen, was ist das für ein Zeug, was du da im Zahn hast? Irgendwie ein Zahnbehälter, was ist damit? Versuch nicht, das jetzt kaputt zu beißen, es klappt nicht. Du willst nicht reden. Ich kann dir die Zähne auch einzeln ziehen. Ich weiß, es ist nicht geil. Wahrscheinlich interessiert es dich auch nicht. Schwamm drüber. Sagst du mir irgendwas oder sagst du mir nix? Sein rechtes Auge fängt an zu tränen. Dir fällt auf, dass es wohl keine Lidkontrolle gibt. Also auch kein unwillkürliches Zwinkern. Das hat aber nichts mit dem Zauber zu tun, oder? Gottes Willen, nein! Oh. Du sagst also, man hätte dir den Chip nicht rausholen dürfen. Er gibt jetzt nicht direkt eine Antwort. Naja, die Datenbuchse ist ja jetzt geschrottet, ne? Ja. Das heißt, das bringt auch nichts mehr. Das heißt, der Junge ist verreckt jetzt sowieso. Vielleicht erholt er sich ja noch. Du willst nur wieder Kinder töten. Was ist mit dir? Ich will da keine Kinder töten, aber ist das jetzt lohnenswert, wenn ich den zu irgendeinem Straßendock schaffe und sage, mach den mal heile? Die Frage ist doch, was ist dir denn ein Leben wert? Von Kaban weiß ich das ja jetzt, aber bei dir... Oh, warte mal. Straßendock, Alter, was will denn der machen? Der Geld aus der Tasche ziehen. Nee, darum geht's nicht. Ist die Frage, ob man dem Jungen überhaupt noch helfen kann. Der wirkt tatsächlich nicht so. Ich sag mal so, was weißt du denn? Nix. Ja gut. Ich muss den Professor nochmal anrufen. Die 10 Minuten sind ja jetzt rum. Du schon wieder. Ja, du, so lebenserhaltende Funktionen oder Funktionen, die das tägliche Leben vereinfachen, wie zum Beispiel mal zwischendurch zwinkern, damit die Augen nicht trocken werden und sowas. Fällt das aus, wenn man so einen Chip rausnimmt? Nee. Bei dem schon. Na, dieser Chip. So, du nimmst jetzt dein Comlink und nimmst das DNI davon ab. Jo. So, jetzt steckst du diesen Chip in dein SIM-Modul. Ich habe kein SIM-Modul. Du hast ein SIM-Modul, sonst könntest du kein DNI benutzen. Stimmt. Was ist denn da drauf? Keine Ahnung, das kannst du erst sehen, wenn du das in dein SIM-Modul steckst. Na, macht sie. So.
Das ist ein Persona-Fix. So. Es ist in Nutzung seit 93 Tagen ununterbrochen. Dieses Persona-Fix, wenn das so lange in Benutzung ist, dann bleibt nichts mehr übrig von dem Menschen, in dem das drin war. Das heißt, wenn du das rausnimmst, ist der Mensch nichts. Ah. Ist das irgendwie reversibel? Oh Gott, nein. Also doch, es gibt was. Tatsächlich hat man vor einigen Jahrzehnten ziemliche Fortschritte gemacht mit Assist-Technologie. Man kann sowas tatsächlich beheben. Jetzt bräuchten wir halt zwei, drei ausgebildete Leute, Maschinen im Wert von ungefähr 3.000 Yen. Der Junge ist also tot. Das wollte ich wissen. Naja, da müsste man jetzt zwischen klinisch und persönlich unterscheiden. Naja, das klinisch ist eine Frage der Zeit. Ja. Der sieht nicht so aus, als wäre er noch dazu in der Lage, sich zu ernähren. Na, irgendwann nach so langer Zeit, keine Ahnung. Ich glaube, auch so Instinkte werden irgendwann abnehmen. Also, wenn du Glück hast, ist es ein Tier. Und wenn du Pech hast, dann ist es kein Tier mehr. Marshmallow, ja, so sieht er gerade aus. Genau. Ach, was eine Verschwendung. Alles klar, danke. Jo. Ärgerlich. Hättest du nicht sie ihn kaputt gespielt. Hättest du nicht noch irgendwie sinnvoll sein können? Danny, mal mit der Wahrnehmung und Intuition. Du hast doch Hörstuff, ne? Ja, hat er. Sie immer rein damit. Du hörst natürlich jedes Wort. Gut, ich schlucke. Cute. Er ist erst so kurz bei der Gang und er schluckt schon. Geil. Was? Ich habe von den Besten gelernt. Das stimmt. Gut. Jojo. Mhm. Go for it. Ja, der hilft jetzt hier leider nicht weiter. Und wenn wir den jetzt rausbringen, sind da die ganzen Leute. Das ist echt ärgerlich. Aber ich glaube, hier im Keller geht sowieso nie jemand rein. Sie hat's versucht. Gibt's hier irgendein Kissen oder sowas? Ja, es gibt ja diese Couch, da kannst du ein Kissen. Naja, da gibt's noch, zumindest so ein großes Rückteil da, weißt du? Ja, sie nimmt jetzt alles raus, was irgendwie da war. Du kannst ihm auch einfach Nase und Mund zuhalten, weißt du? Ach so, na gut, dann mache ich das. Du hast ja noch Handschuhe an. Dann mache ich der das. Der wehrt sich ja eh nicht. Das stimmt nämlich. Jo, 3 Minuten später. Ja. Trotzdem brauche ich diesen scheiß Zahn noch. Ja gut. Du bist nicht die mit dem Kampfmesser. Nee, aber die mit dem Panzerungszauber, sodass das Ding nicht kaputt geht. Können wir nicht noch irgendwie, wir haben doch bestimmt eine Zange. Ja, jetzt ist folgendes Problem. Der Panzerungszauber schützt den gesamten Körper. Du kannst den Zahn nicht einzeln panzern. Das ist schade, na, dann muss es so gehen. Wenn er kaputt geht, ist es jetzt auch egal. Es wäre ärgerlich, weil wir nicht dann nicht wissen, was drin ist. Dann muss ich halt vorsichtig sein. Hast du denn Medizin? Nee. Ach so. Hast du denn Kybernetik? Nee. Ja gut. Kann man Medizin überhaupt improvisieren? Nee. Kannst du es versuchen. Aber du hast, wie gesagt, kein Kampfmesser. Und du bräuchtest schon sowas in die Richtung. Da steckt ein Kampfmesser an der Tür. Ja, aber du bist ja klein. Am oberen Türrahmen, da kommst du leider tatsächlich nicht ran. Sie schickt aber eine Nachricht, ich brauche mal das Messer. Ja, ich geh runter, guck einmal bedächtig auf den Jungen, zieh eine Augenbraue hoch und gib ihr dann das Messer aus der Wand. Gab's keine Möglichkeit mehr, irgendwas noch zu tun?
Der Junge war, der hat einen Persona-Fix drin und das irgendwie seit Ewigkeiten. Ich hab dem das Persona-Fix rausgenommen und der Junge war nicht mehr dazu in der Lage zu blinzeln. Hätte ich ihn jetzt lebendig von den Ratten fressen lassen sollen? Nee, passt schon. Shit. Gut, ich gehe wieder nach oben. Nachdem sie das Messer hat. Und ich tritt einmal gegen so eine Kiste, die da unten war. Jo. Sie muss einmal tief durchatmen. Warum? Sie muss einmal tief durchatmen. Sie zeigt Rico. Ich fürchte nicht. Jodi, dann würfel doch mal Selbstbeherrschung. Ja, gut. Ist jetzt nicht so schlecht. Du nimmst das Kampfmesser, stopfst es ihm in den Mund, suchst dir einen der beliebigen Zähne aus, die in Frage kommen, wirst da rund ein bisschen erstmal ein bisschen das Fleisch abschneiden. Jetzt ist es ja so. Das erstens wirst du versuchen, dann, weiß ich nicht, die Zahnwurzel zu durchbrechen, nehme ich an, mit dem Kampfmesser. Ja. Okay, du rutschst ab, es gibt eine riesige Sauerei, wobei du mehrere Zähne nicht zerbrichst, aber zumindest dort in den Gaumen auch so reinbohrst, das Ding ist ja auch sauscharf, und die Zunge durchtränzt. Des Weiteren kommt es die gesamte Fäule, die in seinen anderen Zähnen sich angesammelt hat, aus seinem Mund in dein Face. Man muss sich etwas näher ranbeugen, wenn man präzise arbeiten will. Das ist echt eklig. Du darfst selbst entscheiden. Und selbstverständlich, der eine Zahn, der zerbricht nur bei einer, nicht bei der kleinsten Berührung, aber bei einer ziemlich geringen Berührung und irgendein zwei Tröpfchen Flüssigkeit tropfen halt runter. Ist das nicht so, dass man die irgendwie auffangen könnte, oder? Naja, ich sag mal, du stichst da rein, versuchst das, also schneidest das Zahnfleisch auf, stichst da rein und dann rutschst du halt volle Bude ab. Das geschieht alles eher schnell. Ja. Ich glaube, die geht jetzt erstmal kotzen. Du hörst, wie Jojo reiert. Jetzt ziehe ich wirklich eine Augenbraue hoch. Jojo reiert, das ist wirklich ungewöhnlich. Ey, Jojo. Ja? Jemand hält dir die Haare aus dem Gesicht. Das glaube ich nicht. Ich weiß, aber es wäre viel zu lustig. Außerdem hat die Haare sowieso zusammengebunden gerade. Das heißt nicht, dass ich da nicht eine vorwitzige Strähne bei der ganzen Aktion lösen könnte, aber nein, leider macht sie das nicht. Außerdem hast du den Zauber vermutlich schon, den Tanzrang-Zauber musst du ja vorher weggemacht haben, das heißt, sie ist eh nicht mehr da. Ja. Schade. Scheiße. Naja, gut. Ich möchte mir das Gesicht sauber machen. Hast du etwa die Original-Dr. Baryshnikovs Muschitücher eingepackt, die irgendwo auf dem Tisch stand? Ich bin eine Frau. Ja, natürlich. Sie ist immer Muschitücher okay. Dabei. Hab ich's dagegen gesagt? Na gut. Ich mach mir mit Muschitüchern das Gesicht sauber. Riecht nach Kamille. Wohltuend. Frisch. Da will man direkt reinstecken. What the fuck? Wenn ich damit fertig bin, werde ich ein zweites Tuch oder zwei, drei weitere Tücher in Anspruch nehmen und dann wird das funktionieren. Das stimmt ja auch. ja, sie geht irgendwann. Meint dann, ich nehme mal besser die andere Tür, vor der Tür sind Leute. Okay. Da unser Junge nicht da war und nicht vorne rausgekommen ist, ist er vielleicht hier oben. Im Haus. Genau. Ja. Da war ich weiß, dass die bei einer Wäsche, bei einer Autowäsche gelegentlich mal auftauchen. Und jetzt wahrscheinlich alarmiert sind. Zumindest wenn die sich den Keller angucken. Genau. Das ist jetzt also die Frage. Bleiben wir hier? Oder suchen wir die Autowäscherei auf? Du kannst ja mal zu der Autowäscherei gehen und mir dann Bescheid sagen. Okay. Ob die da sind oder nicht. Gut, Jojo kriegt noch einen längeren Blick. Von wegen, geht's dir gut? Weil, nur so, unausgesprochene Farbe. So aus.
geht kurz noch eine Augenbraue hoch und ein kurzes Lächeln überspielt seine Lippen. Und dann geht er quasi. Oh, er will nicht unten durch. Verdammt. Er geht vorne raus. Scheiße. Junger Mann, hätten Sie vielleicht einen kurzen Moment für unsere Sache? Nee, du, ich hab voll die Zeit. Oh, das ist nicht, muss weg. Tschö. Kaban kennt Guso doch. Na klar kennt der Guso. Das heißt ja nicht, dass er darauf hoffen kann, dass er ihn nicht erkennt, nachdem sie sich zweimal gesehen haben. Ja. Okay. Und gerade wenn ich auch nur weggehe. Möchten Sie vielleicht wenigstens einen Flugzettel mitnehmen? Nein, danke. Tschö. Ach, schade. Dann schönen Tag noch. Gleichfalls. Ja, ab nach hinten, ab ins Auto, ab zur Wäscherei. Jutti. Ich nehme das Polierbug E3. Besuch. Eine Autowaschanlage ist ja vollkommen sinnlos. Sowohl heute als auch in Zukunft. Handgemacht noch viel sinnloser und schon heute nur aus folgenden Gründen. Kombiniert mit Erotik oder genau. Punkt. Das heißt, dort hast du quasi die Möglichkeit, dir von geilen Bitches das Auto zwar nicht reinigen zu lassen, aber wenigstens ist es dann sauberer als vorher, während sie sich auf deiner Motorhaube räkeln. Läuft doch bei mir. Du musst da an deiner Scheibe platt drücken. Zum Beispiel das auch, aber vor allen Dingen mit einem Schwamm über ihre Haare und dann über dein Ding sehen. Sehr gut. Natürlich, wenn du das dreimal machst, sehen deine Haare einfach aus wie... Geil. Ja gut. So. Und dann hast du halt noch quasi in der Autowäsche, die ist billiger als das automatische Ding. Ja, pff, nein. Ich will Ditten sehen, sonst fährt man doch nicht in die Wäscheanlage. Verzeih, natürlich. Ja, das ist, du gehst zum Automaten, bezahlst deinen Titten-Service und dann kommen da so zwei. Sag mal, es ist halt nicht ganz schlecht, dass auch öfter mal irgendwie Flüssigkeit und Schaum auf deiner Scheibe sind, denn es ist gut, die sind, wenn man, also man, also die sind schon auch 50 zumindest verbraucht. Die eine hat noch, bevor sie bei dir anfing, zu Ende ihren Nickstick geraucht und dabei danach gehustet und eine Menge Schleim in ihr Taschentuch entlassen, die du nur von dir und deinen Söldnerkumpanen kennst. Sie hat es dir zwar dann nicht stolz gezeigt, war trotzdem nicht geil. Aber die Titten, die an deiner Autoscheibe pressten, die waren gut aus folgendem Grund. Sie waren gemacht. Um Gottes Willen, nein. Aber dadurch, dass man sie presste, wirkten sie natürlich viel straffer. Schön. Und es waren mindestens 1,5 Greif. Na guck. Siehste? Immerhin etwas. Und auf alten Schiffen lernt man das. Das stimmt nämlich. Und die Frau ist mit allen Wassern gewaschen. Yep. So, nichtsdestotrotz halte ich Ausschau nach diesen kleinen Balgern. Nee. Also ja, aber nee. Gut. Schade. Bei der billigen Waschanlage sieht man die dann auch nicht? Das ist ja nur eine Waschanlage. Also du fährst da rein in so eine kleine Garage und dann machen die das halt. Also. Das sind bloß unterschiedliche Programme, die du wählen kannst. Genau, einmal mit Bitches und einmal ohne Bitches. Genau. Und das Bitch ist halt das Deluxe 3. Das ist vor allen Dingen sexy. Genau. Na, ansonsten... ich merke das ja nicht. Oder haben wir eine Verbindung? Jaja, ich würde die Verbindung auf jeden Fall aufrechterhalten. Immerhin muss ich auf die aufpassen. Du verhältst dich komisch. Was? Immerhin muss er auf dich aufpassen, du verhältst dich komisch. Ansonsten geh mal zu dem Typen, dem das Ganze gehört. Einer muss ja da sein, wenn die Kids da arbeiten, muss auch irgendwer anders da sein. Und sag dem, oder gib, frag dem mal, wie das da aussieht. Ansonsten gibst du dem Kohle, dass er dir sagt, wenn die Kids wieder da sind oder so ein Scheiß. Tattoo, ja, nein.
Oder der ist so der, oder der ist sogar der Drahtzieher. Na, erstmal nicht, aber im Zweifel, wenn der irgendwie aufmuckt oder Scheiße baut oder du merkst, dass der Typ vielleicht sogar derjenige ist, der es sein könnte, dann ja. Okay. Gut, ich gehe quasi, nachdem ich da durchgefahren bin, dann noch einmal nach vorne zum Büro. Da muss ja irgendwo ein Büro geben. Naja, da gibt's eine Tür und da ist dann quasi so ein Kugfenster drin mit so einem altmodischen, ne, so ein oder quasi so ein Schieber weg ist, wo man dann oben nur durchglotzt, aber mit panzersicherem Glas. Und da gibt's eine Klingel. Da steht drauf, Management, hat jetzt aber auch nur 3 Rechtschreibfehler drin. Ja, ich drück mal das Management. Ja, dann geht der Schieber nach einer halben, dreiviertel Minute zur Seite und dann gucken dich also 2 Augen an mit tiefen Schatten sowie Tränensäcken. Und du siehst, dass oben relativ spärlich noch Haare sind, die aber geschickt von links nach rechts drüber gekämmt wurden. Ausgezeichnet. Moin. Moin. Ich würde gerne mal kurz mit Ihnen reden. Darf ich reinkommen? Ja, nee, das nicht, aber wir können uns gerne hier unterhalten. Okay. Kriegen wir auch hin. Ich suche diese 3 Jungs. Die sollen hier arbeiten, habe ich gehört. Nee, die nicht, aber da deren Freunde so, das ist richtig. Die Freunde von denen? Ja, die 3, die kommen nicht mehr, aber die sind noch ab und zu da. Ach so. Also meistens mittwochs, freitags, so in der Richtung. Okay. Das ist aber nett. Was machen die denn hier? Ja, die blasen mir einen. Die waschen Autos, was ist das für eine Frage? Gut. Das ist die Billigwäsche, mein Junge. Ah, okay. Können Sie mich anrufen, wenn Sie wieder da sind? Ja, das wäre mir ehrlich gesagt jetzt schon auch viel Aufwand für so einen Hobel wie dich. Ist ja nicht das Problem. Wie viel Aufwand wäre das denn? Also 200 Nuyen Wertaufwand wäre das schon. 200 Nuyen ist ein bisschen sehr viel. Machst du mal 50 rum. Musst ja nur eine Nummer wählen. Ja, 50 Nuyen, dann kommst du her und hast ein Wörtchen mit denen zu bereden, am Ende ist das halbe Ding in Schutt und Asche. Da würde ich schon sagen, 200 Nuyen sind angemessen. Naja, ich könnte dann für die mit denen reden. Das mache ich woanders. Versprochen. Ja, dann verliere ich ja 3 Leute, die irgendwie bei mir arbeiten. Ich bin doch nicht bescheuert. 200 Yen, oder? Du kannst gleich hier dich vor einer verschlossenen Tür wiederfinden. Ist ja jetzt schon verschlossen, aber du weißt, was ich meine. Hör mal zu, Freundin. Ich kann ja auch das tun, was du denkst, was ich tue. Oder aber wir handeln uns einen vernünftigen Preis aus. Weil 200 Yen, das weißt du selber, sind völlig übertrieben. Ja, aber ich hab deine Hackfresse auf Kamera. Und weißt du, was ich mache, wenn du hier Scheiße baust? Dann sag ich, ey. Sag ich dann, Bullen, guckt euch den mal an, der ist Ork, der ist ein einfaches Ziel, das gibt Publicity, was wollt ihr mehr? Und dann sagen die, ja gut. Dann, schau mal hier hin. Zeig ihm kurz das Tattoo. Also 50 Nuyen. Sag doch gleich, mein Junge, was ist das? Bist du... Ja, da ist ja 50 Nuyen, sagst du. 50 Nuyen. Na siehste, geht was, doch. 50 Nuyen, Mann, ich geb dir Kohle. Was ist falsch mit dir? Das kannst du nicht machen, dafür Geld geben. So einer bin ich nicht. Ich helf gerne in der Nachbarschaft. Überhaupt kein Problem. Ich sag dir Bescheid, wenn die da sind. Ich geb dir da sofort, müsstest mir mal Nummer geben, ne? Ja, hier, er kriegt diese Einmal-Nummer. Also nur so ein Weg-Weg-Kommling-Nummer. Kann ich sonst noch was für dich tun? Wenn du den Kleinen nicht Bescheid sagst, dass du mich anrufst, ist alles super. Was bin ich für ein Mann, den Bescheid zu sagen? Das wäre ja vollkommen wahnsinnig. Jetzt, wo wir uns gerade so gut verstehen. Genau, prima. Dann würde ich sagen, ich warte auf deinen Anruf. Und man sieht sich dann. Mach es gut. Das ist immer wieder eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Aber ja. Sicher. Ich, steig in mein Auto. Ich trau frisch dem nicht, Kabern. Hm? Ich trau dem nicht. Ich trau dem auch nicht. Ich traute ihm nicht mehr, als er meine 50 Nuyen nicht mehr haben wollte. Gut.
Kannst du rauskriegen, wie der heißt? Steht das da irgendwo? Guck mal in die Eier, wir gehören in dieser Laden. Wladimir Rostowitsch. Oh, richtig. Der hat deine Kontaktnummer, ne? Sicher dat. Ja, siehst du, ich ruf ihn nochmal aus dem Auto an. In jetzt da diese Bürofirma-Nummer, warte mal. Ja, ja. Rostowitsch Autowäsche hier, ich hab grad ja keine Zeit, wenn sie kurz eine Nachricht hinterlassen könnten. Nee, das ist Anrufbeantworter. Dann wäre ich sehr verbunden, ich ruf dann bestimmt sofort bei ihr Gelegenheit zurück. Okay, ich dreh um. Gut. Ich klopf nochmal an. Ja, der wird dann wieder aufmachen. Ja, kann ich doch noch was für dich tun, das freut mich aber. Ja, richtig. Erstmal kannst du an den Anrufbeantworter rangehen, wenn dich jemand anruft. Und zweitens... Da tut mir leid, warte, ich hab den gar nicht mit meiner... Nee, ist alles kein Problem. Warte, so, ist jetzt... Rufumleitung ist jetzt aus, ja. Der soll dich mal reinlassen. So, jetzt lässt mich mal kurz rein. Aber sicher, da musst du aber kurz warten, ja? Ich zieh eine Augenbraue hoch, warum soll ich warten? Ich würde mir gerne eine Hose anziehen. Nichts, was du nicht schon gesehen hättest, der soll dich sofort reinlassen. Das ist nichts, was ich nicht schon gesehen habe. Ja, wenn's so dringend ist, dann warte. So, er macht die Tür auf. Vor der steht ein Mann, dessen Beine halt einfach in keinem Verhältnis zu seinem Oberkörper stehen. Der geht auf Zaunlatten und sein Bauch geht fast bis zu den Knien. Ist aber dafür nicht so wirklich rausstehend. Das ist so ein Bauchlappen, der sehr lang gezogen ist. Er hat drei Brustwarzen. In der dritten trägt er ein Piercing. Es ist ein Totenkopf mit Schleife. Die Schleife ist golden. Des Weiteren hat er künstliche... hat er so Hörner vom Kinn nach außen. Cyborg ja offensichtlich. Die spiralförmig immer wieder leuchten. Golden. Er trägt Shorts, auf dem das Abbild des russischen Ministerpräsidenten ist, wie er gerade eine dicke, fette Tüte im Maul hat und dann hat er mit einer Sprechblase 420, Bro. Ne? Mhm. In seinem Büro liegen unendlich viele halb gefressene Pizzaschachteln, ein paar Kalender mit Nackten und Gedöns. Gut, so. Also. Danke für das Reine. Die Namen von den Jungs hätte ich gerne nochmal. Du, die kann ich dir nicht sagen. Ich hab da nie nach Namen gefragt. Das war mir mega, wenn die auftauchten, dann gab es die Billigschwäche. Und wenn nicht, dann habe die nicht an dem Tag. Irgendwie haben die sich untereinander gerufen. Ja, warte, der eine, der nannte den irgendwie Josil. Und dann sprachen sie noch von einer, aber das war das Mädchen, warte, das war... Ja, das war Olga, glaube ich, da bin ich mir recht sicher. Okay, was haben sie über Olga erzählt? Was haben die über die erzählt? Die haben noch mal gesagt, warum kommt Olga heute nicht? Und dann sagte der andere, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, dran an die Arbeit oder setzt Schläge. Und dann haben die gesagt, jawohl, das war Ende. Ich okay. Hab mich da nicht wirklich, ich meine, du weißt, wie hart es ist, ein Geschäft aufrechtzuerhalten, kann ich mich mit so Dingen natürlich auch nicht beschäftigen. Während er da redet, gehe ich mal durch den Raum und schaue mir den Raum genauer an. Gibt es noch irgendwelche Abzweigungen etc.? Bitte? Gibt es noch Abzweigungen von dem Raum oder? Nee, also es gibt noch ein Klo. Ja, da schaue ich mal auf. Also ich mach so wirklich alle Türen und so mal kurz einmal auf, schau mich hier durch um. Ja, es gibt, also da ist ein Klo und das war's. Dann gibt's noch es gibt nicht mal einen Technikraum, wäre völlig übertrieben. Nee, da hat er halt einen Schreibtisch mit einem extra kleinen Comlink, also wo du auch eine richtige Tastatur dran hast, wo du halt den ganzen Scheiß da bedienst, aber im Wesentlichen ist das eigentlich nichts. Juti. Der muss irgendwelche Kontaktdaten von den Kids haben, ganz sicher. Die haben bestimmt, einer von denen hat bestimmt einen Comlink oder sowas.
Vielleicht ist das sogar ein richtiges Assi und lässt sich von dem Mädel einblasen oder sowas. Gib mir mal bitte die Kontaktdaten von denen. Du, ganz ehrlich, ich hab da wirklich nichts. Ich glaub dir das nicht. Was kann ich machen, damit du mir glaubst? Warte. Hier, warte. Er geht zu dem Schreibtisch da und tippt da ein bisschen rum, dann bittet er dich ranzukommen. Er würde dir sogar seinen Stuhl anbieten, ist jetzt aber nicht erstrebenswert. Ich bleib hinter ihm stehen. So, siehst du hier, dann setze ich mich mal wieder meine Beine. Warte, so. Hier hast du den Eintrag von Rabutnik, ne? Die stellen mir da immer so Leute, die sich melden als arbeitslos und so ein Kack, und das läuft dann über Rabutnik, das ist ja auch egal. Und die kommen dann und sage ich, hier, du wäschst die Autos für die Billigwäsche, die halten das meist nicht lang durch. Es gibt keine gute Bezahlung, aber das haben die auch erwartet. So, und dann habe ich hier die Einträge, das sind dann quasi, also ich habe da, also da sind quasi dann die Mitarbeiter, die ich mir ausgedacht habe, damit ich da auch die Provision kriege, dass ich so Leute anstelle. Das sind dann in Wirklichkeit die Kinder. So rechne ich das ab. Aber die gibt es nicht, kann ich dir gucken. Sinnverzweigung gibt es nicht, kontrolliert auch keiner. Und deswegen ist es mir egal, wie die Kinder heißen. Wenn jemand kommt und der will arbeiten, dann arbeitet der für wenig Geld und macht dann halt den Scheiß. Und da brauche ich nicht mehr, als ich komme vielleicht Mittwoch, Freitag. Wenn nicht, dann nicht, weißt du? Okay. Schön. Ich meine, das Ding ist ja auch, wenn mich ja doch jemand kontrollieren würde und ich hätte da irgendwie die Nummer von den Kindern, dann sagen die, ja, jetzt haben wir Beweis, dass ihr Kinder arbeiten lässt und so eine Scheiße, ist ja auch nicht ganz koscher und das will ich natürlich auch nicht. Dein anderes Comlink? Ja, hier, das kannst du hier, warte. Er gibt dir sein Comlink und gibt dir die Freigabe. Also ich sag mal, the Internet is for porn. Naja, das ist klar. Na klar. Da ist aber tatsächlich nicht viel Besonderes drauf. Okay. Gut. Ja, lass gut sein. Wir müssen jetzt hoffen, dass der erstmal Angst hat. Ich gehe mal davon aus, dass du mich nicht verarschst, ne? Und ich touch ihn dabei sauer schön auf den Kopf, dass seine Frisur kaputt geht. Jo, er wird zum Hulk und verprügelt dich. Nee, was würde ich denn da machen? Da wäre ich schon meines Lebens nicht mehr froh für die drei Drecksplagen. Das ist mir das auch scheiße, ja. Gute Einstellung. Super, prima. Rufst du mich an? Ja, na klar, das. Und gehst an dein Telefon, wenn du mal. Ja, das habe ich jetzt eingerichtet. Ich gehe da nie ran, weil das Geschäft läuft auch ohne. Jo. Knall die Tür hinter mir zu. Gut. Gut, wie sehen Jos Klamotten eigentlich aus? Ist sie jetzt voller Blut? Wahrscheinlich. Mundschleimhaut ist zwar gut durchblutet, aber es spritzt ja nicht so viel, ne? Nee, schon allein, weil das Herz zu dem Zeitpunkt nicht mehr geschlagen hat. Ah ja, du hast ihn ja vorher getötet. Ja, wieso sollten die voller Blut sein? Okay, wollte ich nur wissen. Dann gehe ich raus. Mach die Tür zu. Guck, dass sie auch zu bleibt. Warte also, mal, wie genau soll das funktionieren? Sie geht jetzt raus ins Haus selbst. Der Junge muss wahrscheinlich, wobei, nee, der hat jetzt genug Möglichkeiten. Du kannst die Tür so andrücken, aber ich meine, wenn jemand dagegen drückt, geht die jetzt auf. Ja, dann kommt der Junge jetzt hinter so ein Sofa oder was ist jetzt? Ja, Wurst. Datten fressen. Die haben Bock, ja. Ja. Ja, sie geht jetzt. Die hat jetzt auch die Nase voll. Dann machen wir nochmal ein Folgen, ja. Jo. Penis garage, she makes things so very convenient for me. She's my all night penis garage, penis garage, penis garage, penis garage, penis.
So, meine kleinen Aprikosenklöße. Ich hoffe, ihr denkt nicht, dass Jojo kotzen musste, weil sie es eklig fand. Oder weil sie da, ne, also... Hätte das schon 4 Wochen dort gelegen, das Balg, dann hätte ich gesagt, ja, da ist es egal, ob du was eklig findest oder nicht. Oder selbst verordnete Abgestumpftheit ist da irrelevant. Das ist dann nicht so Schmackes. Da kann man schon mal reiern. Aber Jojo hat da nicht gekotzt, weil sie irgendwie wieder menschlich wird. Macht nicht den Fehler, den Kaban macht und denkt das, oder Daddy. Es könnte euer letzter Fehler sein, wenn sie vor der Tür steht. Die eiserne Jungfrau. Kennt weder Ekel noch Mitleid, nur Eisen. Ja, ja, Eisen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Warum hat sie jetzt gereiert? Wegen Zukunft. Also nicht, weil sie jetzt sich die Zukunft ausgemalt hat. Da kann man ja auch gerne mal ein bisschen kotzen, sondern kommt noch. Wird ausnahmsweise nicht gespoilert. Habe ich vom internationalen Spielleiterkonzil schon wieder einen Rüffel bekommen. Weil ich immer meine Spieler auch sage, was ungefähr in Zukunft mit im Spielplan auf dem Plan steht. Habe ich gesagt, das war wichtig für meine Rundenkonzeption, von wegen Zusammenspielen mit Spielern und so. Da haben wir gesagt, bist du denn bescheuert? Mit Spielern zusammenspielen, tu doch nicht so. Dann habe ich eine Abmahnung bekommen. Und ja. Deswegen darf ich das jetzt nicht mehr machen. So, tut mir leid. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite of the Greener Grass und Cheese Mites, also die andere Band ist Cheese Mites mit Cheese My Owner Peace Garage. Das Bild ist von Evil Chibi mit Titel Doomsday, recht auf scheiß in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal, kleinen geilen Milzbros und Milzbrolettinnen.